Ja, wo ich schon mal dabei bin, das alles aufzusammeln. Passt schon. Hey, was ist denn das Schickes? Mortar Grenade. Herzlich willkommen bei Volcanoids. Wir sind gerade an die Oberfläche gekommen und sind gleich unter Beschuss, wie sich das gehört. Ich muss mal gerade gucken. Und halt lieber die Knarre in der Hand nehmen. Ah, unser Schiff hat das Problem schon gelöst. Wunderbar. So mag ich das. Jetzt gibt's Eisen. Und bessere Munition. Da kommen schon die nächsten. Die habe ich natürlich noch nicht in der Waffe. Tja. Oh, der hat gleich schon auf die nächste. So, das sollte er. Take all. Eisenschrauben. Gleich mal gucken. Es ist aber noch nichts passiert. Da drüben liegt schon das nächste Cockschiff. Mit Sicherheit Tier 2. Da müssen wir noch hin. Wir brauchen erstmal Kristalle. Da ist eine Mine. Ich hoffe, vielleicht habe ich ja Glück. Knarre raus. Verbandsmaterial habe ich genug mit. Oh, das Schiff macht das schon. Oh. Der hat noch Kupfer mitgehabt. Und jetzt muss ich mal gucken, wie ich mit den Herrschaften klarkomme. Wo will der überhaupt hin? Da leuchtet was grün. Das könnte das sein, was ich suche. Da wird auch gleich mal hinlaufen. Viele Cocks. Einer weniger. Die schießen ganz schön schnell. Ah, es gibt neue Köpfe. Take all, take all. Ey, nicht von hinten! Das ist ja unfair. Unfair. Der hat wenigstens gewartet, dass ich nachgeladen habe. Das fand ich jetzt wiederum sehr nett. Uah, hier ist heiß. Hier ist es richtig heiß. Außerdem muss ich dringend teilen, sehe ich schon wieder. Da bräuchte man mal ein Update für. Ein Upgrade. Naja. Du schießt doch schon! Jetzt schießt er gar nicht. Ja, genau. Raw Crystals. Take all. Die will ich auch. Die will ich auch. Ich will sie. Wenn ich rankomme. Ja. Oh nein, oh nein. Warum immer gleich von beiden Seiten? Schlaft schön. Jetzt sammle ich wieder neue Sachen und ich habe noch keinen Speicher dafür. Aber so, jetzt. Jetzt werden erstmal Kristalle geerntet. So. Noch mehr. Das ist Eisen. Eisen habe ich eigentlich genug. Oh. Ja, klar. Was gibt es hier? Kohle! Das ist eine Kohlemine! Darauf, wo ich schon lange drauf gewartet habe.
Schnell. Und heilen. Genau. So, jetzt wollen wir mal gucken, ob ich ein bisschen Kohle kriege. Hier ist keine Kohle. Aber hier sind Sachen, die ich einsammeln kann. Slugs! Und Kristalle! Eisen. Ja, das Repair-Kit nehme ich auch mit. Gerne. Hier ist leider keine Kohle mit drin. Hier auch nicht. Dann gehen wir mal runter. Ne, runter. Nochmal Kristalle. Nochmal Slugs. Das habe ich mit Sicherheit irgendwo auch schon eingesammelt. Was? Ich habe keinen Platz mehr. Du wolltest mich doch veralbern. Das lasse ich mal drin. Dann sehe ich lieber zu, dass ich noch ein bisschen Kohle kriege. Da ist Kohle. Na komm. Und noch mehr Kohle. Wenn ich das überhaupt alles speichern kann. Die Taschen sind voll. Ja, 8 könnte ich noch. Krieg ich das so kaputt? Ah ja. Oh, Baller. Dann sehe ich mal zu, dass ich schnell wieder zum Schiff komme. Da ist noch mehr Kohle. Solange er noch nicht meckert, kann ich ja noch mitnehmen. Jetzt meckert er. Hui. Knarre raus. Da höre ich schon wieder irgendeine Maschine. Ah, da kommt gerade ein neues Cockschiff. Ich befürchte, dass ich hier jetzt langsam keine ruhige Minute mehr habe. In der Zwischenzeit gucke ich mir mal mein Schiff an. Das wird mit Sicherheit etwas Schaden genommen haben. 100, 100, 100, 100. Oh, ich bin überrascht. Das hat kein Biss. Doch, hier. Aber sehr wenig. Da kann ich mit leben. Jawohl. So, jetzt gucken wir mal. Hier habe ich aber auch noch reichlich Kohle. Raw Crystals. Die packe ich hier mit rein. Die Kohle auch. Ich checke mal nach, wie das mit dem Stacken ist hier. Ah, es wird langsam eng. Das kann man hier noch ein bisschen optimieren. Hey, 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 hey. Riecht euch ab. Ich glaube, ich muss mitmachen. Na, oder auch nicht. Oh. Ja, wo ich schon mal dabei bin, das alles aufzusammeln. Passt schon. Hey, was ist denn das Schickes? Mortar Grenade. Heißt das, dass wir bald eine tolle neue Waffe kriegen? Etwas, was wir dringend brauchen? Reparieren. Alles heile. Jetzt bin ich mal gespannt. So, Tür. Ist hier auch noch was richtig kaputt. So. 99, 99, hallo. Wo kann ich das denn reparieren? Wahrscheinlich wieder vorne. Ah ja. Okay. So, in der Zwischenzeit. Crystals hier rein.
Und jetzt bin ich mal gespannt, ob ich... Upgrades sind dunkel, Devices, Module. Nee, ich muss die erst erfahren. Ich muss an die Research Station. So. Ich kann ein Upgrade Basic Production. Das wird jetzt hier geschaut. Ihr gebt aber auch gar keine Ruhe. Kann das sein? Chemnist Head. Aha. Noch ein bisschen Schwefel. Ach. Take all. Was ich habe, habe ich. Bei Bedarf kann ich es ja immer noch wieder wegschmeißen. Oh, langsam wird die Sache eng. Bin noch am Reparieren. Drillchip taking damage. Ich laufe doch schon rum und repariere. Ich gebe mir doch alle Mühe. Mann. So. Sobald ich hier... Ich sollte mir eine gemütliche kleine Höhle suchen, aber ich schätze, da werden die Koks auch ständig laufen. Vielleicht laufe ich nochmal gerade hier unten runter und sammle diese Teile auf. Inventory full. Blattschuss. Ja, das kann ich doch wissen mitnehmen, ne? Okay, hier ist jedenfalls nichts passiert. Na nun, wo kommt der denn her? Das Eisen nehme ich gerne, denn ich denke, das werden wir demnächst sehr oft brauchen. So, ich gucke mal. Ach nee, das landet ja. Halt, 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 halt. Sobald man hier drin ist, die Ballerei geht weiter. Es gibt keine Ruhe. Jetzt muss ich mal gerade gucken, ob hier irgendetwas stackt. Und hier natürlich nicht. Außer die Kohle. Ich nehme mal den Schrank hier. So, eigentlich müsste ich doch jetzt... Ach, die Produktion läuft immer noch. Der braucht jetzt... Moment mal, das hatte er doch gehabt. Hey. Zehn Crystals. Eines ist noch available. Dann gehe ich mal zur Refinery Station und produziere 10 Crystals. Und die anderen Sachen, die sollten eigentlich da sein. Dreimal Intel Production, die habe ich doch in der letzten Folge noch produziert. Ich kann ja auch von drinnen reparieren. Oh, jetzt muss ich auch langsam reparieren, sehe ich schon. So. Es nervt halt nur so ein bisschen. Oh, Improved Tracks Tier 3 steht hier jetzt plötzlich. Jetzt kommen die Sachen, jetzt kommen wir der Sache näher. Mortar Grenades. Das heißt, ich kann eventuell auch diese Waffe herstellen. Hand Mortar. Ich brauche eine ruhige Stelle, wo ich craften kann. Das hier ist leider keine.
bin am Überlegen, ob ich nicht erstmal unter die Erde gehen soll. Muss ich sowieso gleich wieder. Und hier sind auch wieder zwei neue Quests. Kann man diese Quest da nicht einfach abbrechen? Die ist doch sinnlos. No Material. Der spinnt da rum. Jetzt habe ich hier plötzlich. Starter Structures Schematic. Jawohl. Hier ist eine ganze Menge passiert. Wir können eine ganze Menge mehr. Okay. Dann werde ich wohl noch mal diese Tier 2. Oder habe ich vielleicht noch einen übrig? Nein, habe ich nicht. Gut. Ein Technikerkopf. Chemnistat. Wo habe ich denn... Keine Ruhe für den Forschenden. Absolut nicht. Die schicken Welle auf Welle. Und zwar in einer Geschwindigkeit, die ist wirklich bemerkenswert. Ich bekomme zwar eine ganze Menge... Ah, da ist die Shotgun wieder mal extrem wirkungsvoll. Jetzt hat sie wieder die tolle andere Munition geladen. Okay, die ist natürlich auch sehr wirkungsvoll. Und jetzt muss ich sowieso unter die Erde. Schnell das Schiff nochmal reparieren. Der Bohrer ist heile. Die Sonne brennt, der Bohrer ist heile. Okay. Ab unter die Erde. Irgendwie bräuchte man hier so ein paar Ruheräume oder zumindest irgendwelche Landing Sites, wo man nicht von allen Seiten ständig beballert wird. Da kommt schon der Nächste angefatzelt. Die Nächsten. Leute, tschüss. Viel Spaß beim Vulkanausbruch. Aber die sind wahrscheinlich immun dagegen. Ja, ja, stay underground. Oh, in der Zwischenzeit kann ich schon mal meine Sachen zusammensuchen. Ja, hier, die haben schon wieder nicht richtig gesteckt. Die Helme, die sind... Ah, hier. Tier 1. Tier 2, zwei Schlitze. Sehr cool. So, das sollte ja wohl gehen. Das auch noch. Ah, diese Mortar Grenades, die werden mich auf jeden Fall interessieren. Das wäre jetzt cool, mal zu sehen, wie so ein Cock einfach von der Lava weggewischt wird. Lauft, ihr Cops, lauft! Der Vulkan kommt! Noch welche? Da sind sie weg. Aber ich denke, die sind auch schon schnell in Sicherheit gelaufen. Oh, da kommt sie. Uff. Okay. In der Zwischenzeit suche ich doch mal, ob ich hier eventuell... Gucken wir mal auf die Map. Was haben wir denn hier? Deep Ravine. Ob ich da ein bisschen mehr Ruhe finde? Oh, auf der Karte kann ich auch rumfahren. Sehr schön. Halt. Ich sammle schon wieder zu viel und ich habe keinen Platz dafür. Ich muss aufpassen. So, durch diese Steine kann ich fahren.
Nein, Eisen habe ich jetzt wirklich genug. Und dann werde ich mal bei der Deep Ravine landen. Ich hoffe, dass da nicht ganz so viel Koks unterwegs sind. Ich meine, wenn sie schon diese Landestelle Deep Ravine heißt, bedeutet das, dass zumindest auf einer Seite tatsächlich irgendwie eine tiefe Schlucht ist. Und da wird ja hoffentlich kein Koks-Schiff landen können. Immerhin scheint es hier ganz ruhig zu sein. Okay. Systeme sind ausgefahren, wir können produzieren. Jetzt will ich erstmal gucken, was hier mit ist. Ach, ich brauchte ja noch diese, was wollte er haben? Intel Production Tier 2. Production. Das war eigentlich mit diesen Teilen. 1, 2, 3. Geht. Ich dachte, da hätte ich schon 3 von produziert. So, Hydraulics. Rare Component can be used for building intermediate production devices. Das lege ich dann auch erstmal in den Schrank. Und ich hoffe, dass ich bald hier ein Storage Tier 2 bauen kann. Modules. Da. Ich kann. 4 Iron Plates. 4 Iron Tubes. Eine Chest. Chest haben wir so viel. Ach, und dafür brauchen wir auch ein Production Tier 2 oder Tier 3. Okay, Production Tier 2 sind wir gerade am Arbeiten. Das scheint deutlich länger zu dauern als die Tier 1 Bauteile. Gut, dann lassen wir uns mal Zeit. Immerhin, die Landezone, die wir jetzt erwischt haben, die ist tatsächlich deutlich besser. Sie ist deutlich ruhiger. Ich hätte es nicht sagen sollen. Ich hätte es nicht sagen sollen. So, nichts passiert, oder? Hier hinten. Alle Dinge sind Teile. Okay. In der Zeit kann ich mich hier mal ein bisschen umgucken. Ja, das sieht deutlich unwegsamer aus. Nämlich lieber die Knarre in der Hand. Ich würde erstmal gerne die andere Munition verschießen. Ach, da hinten ist noch. Ja, ja, die sind mir doch wieder auf den Pelz gerückt. Ich habe ja nun schon Erfahrung. Auf der anderen Seite. Ja, da kommen sie wieder an. Sie haben etwas. Einen etwas weiteren Weg. Auf alle Fälle. So, dann bin ich mal gespannt, ob ich jetzt Erfolg habe. Ich habe das Gefühl, ich laufe hier im Kreis rum. Der will... Ich produziere die Sachen und sie sind sofort wieder weg. Nein, nicht 2. Quatsch. Clear Q. Hier stimmt doch was nicht. So, Upgrade Production. Da sagt er, das ist ohne Probleme zu machen. Okay, da scheinen doch noch ein paar Fehler drin zu sein. Leider auch hier in dieser... Also auch diese Munitionsumschaltung, die ist äußerst nervig. Ich packe die gute Munition erstmal wieder irgendwo anders hin. So, Munition, Munition. Die kommt erstmal raus. Die sammeln wir für schlimmere Situationen. Und wir können wahrscheinlich nur eine Munition in meiner Tasche halten. Da hat er wieder einen Hänger gehabt. Das
Zeit kommt nicht mal. Kopf weg. Alles Tier 2, Leute. Jawohl. Ja. Ja, ich glaube, davon habe ich jetzt mittlerweile schon wieder genug. Was ich leider nicht habe, ist Platz. Das sieht irgendwie kaputt aus hier. 90. Das reparieren wir mal. Alles andere ist in Ordnung. Ja, du willst Destroyed Module Tier 1 haben. Ich weiß auch nicht, ob ich das... Die Teile willst du haben. Find Pum. Bitte. So, click the menu button, place items into the virtual tab window. Ich kann mir nur vorstellen, dass das hier einen Namen wird. Der bleibt wieder hängen. Ich muss scheinbar das andere erstmal beenden. Aus welchem Grund auch immer, ich weiß es nicht. Oh, okay. Hier Q. Nee, das ist ja richtig doof. Das ist echt doof. So. Production Tech, alter Kram. Was ist jetzt wieder? Ach so, die Teile muss ich auf der Tasche haben. Ja, gut. Von mir aus. So ein bisschen Kohle. Die Dinger nehme ich auch mit auf die Tasche. Und jetzt versuchen wir es nochmal. Dass ich jetzt den Kram nochmal machen muss, das ist mir irgendwie nicht so ganz klar, warum das so sein muss. In der Zwischenzeit kann ich mir ein paar Kupferbarren noch nehmen. Ich glaube, mehr als 3 brauchten wir nicht. So, danke. Der will mich echt veralbern hier. Kupferballs. Haben wir doch mit Sicherheit noch genug. Oder auch nicht. Gut, Components. Was ist denn jetzt wieder los hier? Irgendwas stimmt überhaupt nicht. Wir sind doch nicht zerstört oder so. Hier ist alles heile. Hier ist alles heile. Das ist der Cargo von oben. Warum ist hier eigentlich nichts? Kann das sein, dass die unser Produktionsteil kaputt geschossen haben? Das kann natürlich sein. Dass ich das irgendwie nicht mitgekriegt habe. Jetzt wird mir vieles klarer. Okay. Das heißt, die Research Station, die kann gar nicht mehr funktionieren. Was? Deswegen. So. Ja, ich muss jetzt... Die Production Station funktioniert. Nee, die funktioniert nicht. Finally Station funktioniert noch. Super. Gut, wo habe ich denn meine Production Station? Achso, das ist die Werkbank. Claro, Components. So. Pickup Copper. Plates, die haben wir reichlich.
mehr Platz. Weg damit. Copper Plates. 1, 2, 3. Und jetzt muss ich Production Tier 2 machen. Tier 1 machen. Das wahrscheinlich auch hier. Oder sind das die Upgrades? Modules. So. Production Tier 1. So. Habe ich das schon in der Tasche? Habe ich. Das kommt dann wieder hier hin. Und ich hoffe, jetzt kann ich endlich wieder vernünftig produzieren. Menü. Production Tech Schematic. So, und jetzt will ich das upgraden. Es läuft, allerdings es läuft sehr langsam. Okay. In der Zwischenzeit gehe ich mal Koks abernten. Beziehungsweise mal gucken, ob ich wieder was reparieren darf. Ja. Hier scheint soweit noch alles okay zu sein. Sind die Teile oben eigentlich? Nee. Das sehe ich wahrscheinlich nur von innen. So, ich wollte gerade sagen, verschwunden sind die Koks auf jeden Fall noch nicht. Da raucht es. Ich könnte in der Zwischenzeit mich mal hier ein bisschen umgucken. Vielleicht finde ich hier zusätzliche Materialien. Das ist jetzt Eisen. Okay. Und hier finde ich nochmal diese Bauteile. Die werden wir für die ganzen Tier 2 Teile auf jeden Fall brauchen. Und wo ist denn der Keller? Da ist der Keller. Falsches Werkzeug, richtiges Werkzeug. Yippie-yay-yay, plündern! Oh. Und was für ein schöner Fund. Granaten und eine Copper Wall. So. Das könnte stacken. Den Rest lassen wir mal. Zurück zum Schiff. Scotty, beam me up. Das wäre cool. Wenn man sich direkt ins Schiff beamen könnte. Grüner Rauch. Das ist was Neues. Entweder ist was kaputt, oder der zeigt mir an, dass irgendwas produziert wurde. So, erstmal Tür zu. Jetzt gehen wir mal nach oben und checken ab, ob hier irgendetwas kaputt ist. Nein. Der ist immer noch nicht fertig. Jetzt muss ich mal mit dem Mauszeiger kontrollieren, ob hier überhaupt was läuft. Ja doch, der läuft, aber der läuft unglaublich langsam. Hm. Sehr gut. Was sagt denn der Captain in der Zwischenzeit? Production Module T2. Accept Quest. Das ist ja genau das, was wir machen. Find Hydraulics. Haben wir. Eine nur. Warum muss ich unbedingt die Hydraulics nehmen? Ich kann doch auch hier die Production Modules nehmen. Die sind auch rot. Sehr merkwürdig. Also defekt ist jedenfalls nichts. Ah, ich glaube, ich habe den im Storage. Ja. So, da können wir die reinpacken. Hier habe ich mit Sicherheit auch noch Platz, um sowas wegzupacken. Finde
finished. Ja, der Ruf finished, der war's. So, hier habe ich ein Basic Production Module Tier 2. Wo kann ich das denn hinmontieren? Ah, wahrscheinlich braucht das mehr... Braucht das mehr Platz? Now item available? Oder ist das ein Schematic? Das ist ein Schematic. Ich dachte, die würden automatisch installiert. Ich vermute mal, dass die dann hier installiert werden. Object, Hülsche, Upgrade. Okay. Wahrscheinlich habe ich jetzt das Ding doppelt produziert. Okay, gut zu wissen. So, das Allerwichtigste auf alle Fälle. Ich brauche Speicher. Modul. Online Storage Items not available. Iron Plates, Iron Tubes. Okay. Iron Plates. Iron Ingots. Dann muss ich noch Iron Tubes herstellen. Tubes. Components. Da sind sie. Und das mit den Hydraulics, das hat sie schon wieder erledigt. Das ist... Oh. Ich glaube, langsam muss ich auch mal wieder auf meine Munition aufpassen. Nanu, wo ist denn der Schrott? Da ist der Schrott. Das passt noch. So, wenn ich jetzt doch nur schon den Speicher hätte. Upgrade Module. Dieses Module will ich haben. 4 Iron Tubes, 2 sind available. Da muss ich mich jetzt mal langsam dran gewöhnen, dass das einfach ständig immer passiert. Oh, oh. Und ich brauche Munition. Das vielleicht zuerst. Ammo. Ich schaffe es auf jeden Fall, die ganze Ammo wegzuhauen. So, weiter im Text. Was ist das denn für ein wabbeliger Modul? Was brauchen wir jetzt noch? Ach, die Chest. Chests haben wir reichlich oben im Schrank. Wir haben die Schränke im Schrank. So, da brauche ich nur eine von. Das geht gar nicht. Die kann ich auch gleich hier oben in den Storage packen. Und jetzt. Ich habe nur die Schematics produziert. Ich verstehe, ich verstehe. Okay, Leute, ich gebe für heute auf. Das Crafting und das Bauen und die Schematics. Ich komme langsam hier wirklich durcheinander. Übrigens schon mal danke an Virant. Der hat mir ja schon den Tipp gegeben, dass zumindest die Schematics automatisch produziert werden. Nur was Schematics sind und was man wo craften muss, das ist reichlich verwirrend. Und ich habe das Gefühl, das fängt erst gerade an, zu verwirrend zu werden. Vielleicht verziehe ich mich auch erstmal unter die Erde. Was ich auf jeden Fall jetzt brauche, ist eben das Modul. Und da gucke ich mir einfach mal an, was ich wirklich für das Modul brauche.
ob ich tatsächlich diese Hydraulics brauche. Modul. Das wäre das Modul. 6 Iron Plates, 6 Iron Balls und einmal Intel Production Tier 2. Und Intel Production Tier 2, da brauche ich keine Hydraulics für. Halt. Falsche Station. Jetzt bin ich bei den Schematics. Production. Da kann ich auch diese Teile nehmen und davon habe ich genug. Und dann brauche ich noch ein paar Eisenplatten, Eisenschrauben. Oh, ich brauche die Hydraulics doch. Ich sehe schon, die Aktion wird noch ein bisschen dauern. Ich gehe jetzt erstmal unter die Erde und sage tschüss bis zum nächsten Mal. Falls es euch gefallen hat, hinterlasst mir doch bitte ein Like. Oder falls ihr es noch nicht getan habt, ein Abo. Ich werde mich jetzt erstmal der ständigen Beschießerei hier entziehen. Oh, 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 oh. Donnerwetter. Neues Repair-Kit. Zack. Hier ist sonst alles heile, glaube ich. Ja. Und ich verziehe mich unter die Erde. Macht's gut. Tschüss.